Wenn du einen Wix-Online-Shop hast oder halt eben im Allgemeinen die Wix-Webseite, dann kennst du sicherlich die Funktion Gutscheine. Das heißt, du gibst den Kunden einen Gutschein, den du erstellt hast, und der muss im Checkout diesen eintragen, um einen Rabatt oder wie auch immer zu bekommen. Es gibt auch noch die Option, dass du ab einem gewissen Betrag die versandkostenfreie Option anbietest. Aber wusstest du, dass es auch die Funktion automatische Gutscheine bzw. Rabatte gibt? Nein? Dann ist dieses Video genau richtig für dich, denn in diesem Video geht es darum, wie du das erstellst und der Kunde, wenn die erforderliche Bedingung eintritt, gar kein Gutscheincode eingeben muss, sondern ganz automatisch dieser Rabatt, denn in der Regel geht es um den Rabatt, ausgeführt wird. Los geht's! Für alle, die schon lange dabei sind, hi, herzlich willkommen zurück. Und für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Petra, die Wix-Expertin für den deutschsprachigen Raum. Und hier auf diesem Kanal dreht sich alles um Wix, ganz speziell um den Editor und wie ich dir helfen kann, deine Webseite schneller und effizienter zu gestalten. Um einen automatischen Rabatt zu erstellen, das nichts mit den Gutscheinen zu tun hat, musst du hier auf automatische Rabatte gehen. Hier ist der Vorteil, dass das System die Regel, die du vorher aufstellst, auch sofort umsetzt und der Kunde keinen Code eingeben muss. Wir starten, wir sagen ein Rabatt erstellen, benennen diesen Rabatt 3 für 1 oder Herbstangebot oder was auch immer du sagen möchtest. Und dann wähle ich aus, für was gilt dieser Rabatt. Du hast sicherlich schon ganz oft gesehen, dass man, wenn man 3 Artikel aus dem Sale kauft, man dann zusätzlich noch was bekommt. Also dafür ist dieser automatische Rabatt gedacht. Ich sage aber hier, ich möchte spezielle Produkte eben haben und könnte die dann hier hinzufügen. Dann sage ich, entweder er bestellt 250 € oder ich habe hier Mindestanzahl von 5 Artikeln. Und dann kann ich sagen, dann gilt, wenn er 5 Artikel hat, ein Angebotspreis. Das finde ich eigentlich wirklich super. Das hat dann nichts mit dem Prozentsatz zu tun, sondern dass ich wirklich sage, das ist der klassische 3 für 1 oder 5 für 1 oder wie auch immer, ne? Es ist ein Bundle. Ich habe hier auch die Möglichkeit zu sagen, ab wann dieser automatische Rabatt eingestellt wird. Und er wird auch dann automatisch von alleine ausgestellt, wenn ich ein Enddatum reinlege. Das wäre interessant zum Beispiel für Black Friday-Angebote oder sowas. Das kann ich dann wirklich super steuern. Und dann sage ich auch, wo soll die Rabattbezeichnung angezeigt werden? Hier bietet sich definitiv an die Produktseite, Galerien, Warenkorb und Checkout. Einfach aus dem Grund, weil in Deutschland auch die Endpreisregelung gilt. Deswegen wäre es wichtig, dass man hier auch auf der Produktseite sieht. Ist auch so ein Marketing-Ding, dass man dann eben sagt, okay, wenn du so und so viele kaufst, dann wird das angewandt. Alles, was du machen musst, ist es dann auf Speichern und auf Aktiv setzen. Für die Darstellung des automatischen Rabatts auf der Produktseite gibt es ein paar Regeln, die gelten. Zum einen wird auf der Produktseite ganz klar auch der Name des automatischen Rabatts angezeigt. Es wird auch so sein, dass der alte Preis oder der reguläre Preis durchgestrichen ist und dann der Rabattpreis mit angezeigt wird. Das gilt dann nicht, also doppelt verneint, wenn für dieses Produkt mehrere Rabatte in Frage kämen, dann kommt es das nicht vor.
Und letztendlich ist dann die Darstellung im Checkout ebenfalls so, dass dann der Rabatt optisch in dem Checkout dargestellt wird mit dem durchgestrichenen Preis, und zwar auf der rechten Seite. Stellt sich die Frage, wie informiere ich die Kunden über diese Aktion? Der Klassiker ist natürlich, dass man auf der Webseite einen oben einen soliden Streifen hat und einen Text reinschreibt. Dieser Rabatt hier in diesem Fall ist so, dass man sagt, wenn du 100 Euro oder 100 Dollar in Wert von einer Produktkategorie hast, bekommst du nochmal zusätzlich 30% off. Je nachdem, welche Art von dem automatischen Rabatt du ausgewählt hast, würde sich diese Art der Darstellung, hat sich diese Art der Darstellung bewährt. Der andere Klassiker ist natürlich, wenn es ganz am Ende ist und du möchtest, dass so viel wie möglich verkauft wird, du möchtest aber nicht, dass der Kunde da irgendeinen Gutscheincode noch eingibt, weil du das schon auf der Startseite machst, dann kannst du einen automatischen Rabatt halt eben mit 30% nochmal auf alle Sale-Artikel drauf machen. Auch das habe ich schon oft gesehen. Oder ganz klassisch, du machst ein Newsletter und informierst alle vergangenen Kunden und deine Newsletter-Abonnenten, dass es noch ein extra Sale gibt und wie sie da einkaufen können.